Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Herzlich willkommen an dieser Stelle an alle Interessierte, die diese Frage schon einmal gehört haben. Die Hadithe sind alle erfunden, der Islam in seiner heutigen Form ohne Grundlage. Das ist natürlich eine gewaltige Aussage und ist wie die meisten anderen dieser Art in mehrere Aspekte zu untergliedern. Der erste Aspekt, Hadith. Was ist überhaupt der Hadith? Wenn wir von erfunden sprechen, dann müssen wir sagen, es gibt in der Hadith-Betrachtung auch der muslimischen Gelehrten sehr wohl die Unterscheidung zwischen echten und nicht echten Überlieferungen. Denn das ist der Hadith. Es gibt die bekannte Tatsache, dass es einige erlogene Formen gibt, aber es gibt einen bestimmten bekannten Korpus von plus minus 180.000 Einzelüberlieferungen, wenn wir die Mehrfachnennungen weglassen, die man aus allen bekannten Sammlungswerken heraus extrahieren kann. Und diese Überlieferungen sind zu einem sehr großen Teil wortwörtlich echt oder sinngemäß echt. Wenn wir jetzt sagen, die Hadithe sind alle erfunden, dann sagt man ja im Grunde, es gibt keine echten Überlieferungen aus dieser Zeit. Alles muss aus späterer Zeit erfunden sein. Dieses Argument ist nicht neu, sondern stammt weitestgehend aus dem Fundus von orientalistischen Fachleuten europäischer Herkunft, sehr häufig aus dem Evangelikalen oder aus dem, sagen wir mal, nicht gemäßigten christlichen Klima. Und hier ging es darum, dass man annahm, dass keine mündliche Überlieferung fortbestehen könnte ohne andauernde Veränderung. Zwei Argumente sprechen dagegen. Das erste Argument ist, die Wortwörtlichkeit wird ohnehin nur bei ganz, ganz wenigen Hadithen angenommen. Die meisten Hadithe verstehen sich als sinngemäß oder ungefähr wörtlich überliefert. Das heißt, wenn es heißt, der Prophet sagte, reinigt euch so und so, dann kann es auch genauso geheißen haben, der Prophet sagte, reinigt euch so und so in der und der Art. Das heißt, es gibt Varianz. So ist die allgemeine Gelehrtenauffassung. Darum sagt man üblicherweise, dies wird überliefert, so wie der Gesandte es sagte und tat, oder gemäß dem, wie er es sagte und tat. Allerdings unter der Vorgabe, dass der Sinn beibehalten wird. Hadithe als Phänomen sind aber bereits in der vorislamischen Zeit bekannt gewesen. Und hier kommen wir zu einem wichtigen Fakt, nämlich dem Ausblenden der Tatsache der sogenannten oralen, also mündlichen Tradition. Wir wissen, dass der Begriff Hadith in der Frühzeit sich auf die Dichter bezogen hat. Dergestalt, der Dichter, wenn er quasi in Verzückung seine Gedichte vorgebracht hatte, konnte sich in der Regel nicht mehr erinnern, was er gesagt hatte. So gab es die Eigenart, und das ist allgemein überliefert und bekannt, dass es in der Regel zwei als Zeugen fungierende Personen mit sehr guter Aufmerksamkeit, teilweise mit fotografischem Gedächtnis gab, die sich neben den Dichter saßen und sich exakt merkten, was er sagte. Und wenn der Dichter dann fragte, was habe ich denn wirklich gesagt, wiederholten sie es. Jetzt sind viele Hadithe so, dass sie ohnehin Momentaufnahmen kennzeichnen, die eine Wortwörtlichkeit nicht erwarten. Wie etwa zum Beispiel eine Überlieferung, wo es heißt, der Überlieferer sagt, ich befand mich auf dem Weg zum Markt und während ich nach etwas suchte, sah ich auf einmal den Gesandten Allahs, Friede und Segen sei mit ihm, herübergehen und an einem Stand etwas fragen. Das ist eine Momentaufnahme. Die Wortwörtlichkeit spielt hier gar keine Rolle, sondern es spielt hier eine Tatsache, dass gesagt wird, er hat das und das getan. Die Personen, die sich sehr gut merken konnten und die bekannt waren für ihr gutes Gedächtnis, werden in der Hadith-Kritik, die innermuslimisch vorhanden ist, ja auch so gekennzeichnet. Muslimische Gelehrte haben niemals außer Frage gestellt, dass der Hadith harte Kritik ausgesetzt sein muss, aber dass die Hadithe alle erfunden sind, widerspricht zum einen dem historisch Evidenten und widerspricht zum anderen der aufrichtigen Kritik. Das bedeutet, es war niemals eine Fragestellung, dass es unter der Gesamtmasse der Überlieferungen, die sich mit der Person des Propheten Friede sei mit ihm beschäftigen, authentische und nicht authentische, gesicherte und weniger gesicherte Überlieferungen gab. Deswegen gibt es einen Korpus von ganz gesicherten Inhalten
und einen Korpus von mehr oder weniger gesicherten Dingen, wie das von allen historischen Persönlichkeiten der Fall ist. Es gibt nun einige Aspekte, die ausdrücklich auf die Echtheit des Hadith hinweisen. Das sind insbesondere drei. Nummer eins. Bei allen historischen Personen vor der Neuzeit, etwa dem 17. Jahrhundert, wo man langsam anfing mit Geburtsregistern in ernsthafter Form, bei all diesen Überlieferungen muss man davon ausgehen, dass alles, was in die Kindheit und in die Jugend entsprechende Person kommt, kaum überliefert ist. Das stimmt auch bei der Person des Propheten so. Das heißt, alles, was vor dem 27. oder 30. Lebensjahr liegt, ist sehr vage. Und das ist übrigens in Europa ganz genauso. Wenn man im europäischen Kontext etwa eine berühmte Persönlichkeit etwa im 7., 8., 12. Jahrhundert untersuchen würde, würde man auf genau dieselben Phänomene stoßen. Alles, was aus der Jugend kommt, ist sehr vage und lässt sich im Grunde in zwei, drei kleinen Sätzen zusammenfassen. Das ist beim Hadith auch so. Die Masse der Hadithe taucht da auf, wo man sie historisch verorten kann, wo die Person des Propheten bereits als Persönlichkeit, als wichtige Persönlichkeit in die Öffentlichkeit tritt, nämlich etwa in Medina. Wir können sagen, dass die Masse der Hadithe, die in die medinensische Phase kommen, ungefähr 9/10, auch dem Verhältnis entspricht, die wir beim Koran haben. Wenn wir sagen, wie viel an Textmasse ist denn rein mechanisch am koranischen Text, kommen wir auch ungefähr auf 1/10. Und genauso verhält es sich beim Hadith. Darum haben viele Gelehrte auch in früheren Jahrhunderten bereits festgestellt, dieses Verhältnis entspricht ungefähr auch dem Auftreten in der Öffentlichkeit, was wiederum ein Zeichen der Authentizität ist. Bei erfundenen Lebensläufen, die wir, das sei ganz offen gesagt, gerade bei vielen Heiligen, sogenannten Heiligen finden, finden wir, dass die feinsten Einzelheiten bereits aus der Frühzeit, aus der frühesten Kindheit bekannt sind. So als wäre die früheste Kindheit bereits mit 1000 Wunderzeichen umgeben gewesen. Während bei der Lebensgeschichte des Propheten Mohammed, wo im späteren Jahr fest angenommen wurde von muslimischer Weise, dass bereits die Kindheit und Jugend mit Wundern durchsetzt war, dennoch, nur sehr, sehr wenige Überlieferungen aus der Zeit vor dem, sagen wir, 27. Lebensjahr da sind, die Echtheit beanspruchen können. Nach muslimischer Auffassung. Das bedeutet, der Hadith im Gegensatz zum koranischen Text hat eine gewisse Problematik, das sei unbenommen, aber das gilt für alle historischen Texte. Für alle historischen Texte, sogar für Texte der Neuzeit gilt das zum Teil. Texte und Überlieferungen, dazu zählen Hadithe ja eben auch, stehen immer in die Kritik und müssen sich immer verifizieren lassen. Der Unterschied besteht darin, dass man von Anfang an sich in der islamischen Kultur bewusst war, dass Hadithe eine Belegung brauchen und eine Absicherung brauchen. So finden wir eine Aussage des späteren Kalifen Ali, der einen Zeugen verlangte von einem Prophetengefährten, der eine Überlieferung auf den Propheten zurückbezog. Er sagte, bringe mir einen zweiten, der genau das gehört hat, was du jetzt gesagt hast und das auch aufrichtig bezeugen kann mit einem Eid, dann akzeptiere ich es. Man war sich also durchaus bewusst, dass hier sowohl eine Fälschungsmöglichkeit besteht, als auch die Möglichkeit, dass man sich einfach irrt. Und dies war eine der größten Sorgen, dass man also einem Irrtum etwas zuschreibt. Das, was wiederum zur Echtheit des Hadithes sehr viel beiträgt, ist genau dieses Bewusstsein, dass der Hadith prinzipiell in der Gefahr steht, verfälscht zu werden, dass wichtige Dinge in Gefahr sind, vergessen zu werden, dass Dinge fehlinterpretiert werden und auch so weitergegeben werden. Darum hat man immer versucht, zur Wurzel vorzubringen. Die Überlieferungen, die möglichst wenige Glieder von Überlieferern hatten, galten als vorzüglicher. Fast alle Sammler von Hadith-Werken, die den Übergang zwischen der mündlichen und der schriftlichen Tradition darstellen, sind für den Hadith gereist. Warum eigentlich? Wenn man nur etwas Schriftliches hätte, und vielleicht steht das hinter dieser Vorstellung der Kritik auch, dann ist es natürlich ganz einfach. Jemand kann einen Hadith fabrizieren, schreibt einfach eine authentische Überlieferungskette dazu und fertig ist der Hadith. Aber so ist das nicht gewesen. In die großen Sammlungswerke traten nur diejenigen Hadithe ein, wo der Sammler die letzten
lebendigen Überlieferer auch in Person angetroffen hat. Denn am Ende musste es diese Person sein, die unter Eid aussagte, ich habe das so und so gehört. Das heißt, der Übergang von der mündlichen zur schriftlichen Tradition musste gesichert sein. Deswegen wurde hier besondere Sorgfalt an den Tag gelegt. Ebenfalls, dass alle Ketten von Schülern und Lehrern aufgezeichnet wurden, damit nachgeprüft werden konnte, wer hat denn welche Autorität und beansprucht denn welche Echtheit. Ist der Lehrer zum Beispiel nicht zuverlässig, kann man von dem Schüler auch nicht sehr viel erwarten. Und so weiter und so fort. Und diese Hadith-Kritik, die innermuslimisch stattgefunden hat, hat dazu geführt, dass man am Ende einen Korpus von Überlieferungen herangezogen hat, die völlig sicher waren, einen weiteren Korpus, der unter Bedingungen akzeptabel war und einen weiteren, der eben nicht so ohne weiteres akzeptabel war und deswegen gewissermaßen unter Vorsicht gestellt wurde. Dieses Bewusstsein alleine zeigt, dass man sich historisch kritisch mit dem Hadith auseinandergesetzt hat. Deswegen ist die Auffassung, der Hadith ist insgesamt erfunden, nicht nachvollziehbar, denn der Hadith teilt das Schicksal aller anderen Texte, die sich bemühen um Echtheit, aber natürlich immer auch einer Irrtumsmöglichkeit ausgesetzt sind. Das heißt, der Hadith ist tendenziell der Möglichkeit des Irrtums und der Verfälschung ausgesetzt, der koranische Text nicht. Das liegt auch daran, dass Hadithe in der Frühzeit keineswegs im allgemeinen Sinne als fester Korpus auswendig gelernt wurden und von der Öffentlichkeit kontrolliert wurden. Koranischer Text wurde immer im Ganzen auswendig gelernt und es war sehr schnell möglich zu sagen, diese Variante stimmt nicht, das habe ich nicht gehört. Es gibt auch viele Überlieferungen, die genau das aussagen, dass jemand, der eine etwas abweichende Form der Rezitation vorbrachte, sofort in der öffentlichen Kritik stand. Das konnte natürlich beim Hadith so nicht gelten. Dennoch, die Aussage, die Hadithe sind alle erfunden, lässt sich historisch nicht belegen, sondern geradezu widerlegen. Auch hier ist die nicht-muslimische Forschung relativ konform. Ein solches Argument, was im Bausch und Bogen die sämtliche Hadith-Literatur als Erfindung einer späteren Zeit brandmarkt, wird heute in der Wissenschaft nicht mehr vertreten. Dass der Islam in seiner heutigen Form dementsprechend ohne Grundlage wäre, geht von einer richtigen und einer falschen Aussage zugleich aus. Die richtige Grundlage ist, ohne eine gewisse Hadith-Grundlage könnten die heutigen Riten, könnten die wichtigsten Grundsatzhaltungen des Islam nicht aufrechterhalten werden. Die Sunna, also die Hadith-Texte und die Hadith-Aussagen, sind notwendig zur Interpretation und zum Verständnis der koranisch dargelegten Grundsätze. Beides gehört fest zusammen. Insofern stimmt die Aussage schon. Wäre der Hadith nicht echt, in Gänze, würde es also keine Sunna-Überlieferung in irgendeiner Echtheitsart geben, dann würde der Islam in seiner heutigen Form nicht bleiben können. Das ist völlig klar. Das Umgekehrte ist aber so. Wenn wir davon ausgehen, dass es einen authentischen Textbestand gibt und dass dieser authentische Textbestand die Grundlage legte für die wesentlichen Auffassungen des Islam in seiner heutigen Form, da muss man sagen, der Islam in seiner heutigen Form hat eine Grundlage. Und dann ist diese Argumentation natürlich wiederum in der Form, wie sie hier geschildert wird, hinfällig. Damit möchte ich mich auch verabschieden. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.